Hallo Schwesterherz, wir sitzen gerade im Auto und sind auf dem Weg zur Bibelausstellung nach Barth. Das ist die größte, ich muss kurz nachgucken, die größte mobile Qumran- und Bibelausstellung Europas. Und wir sind sehr gespannt, oder? Das Schöne an der Ausstellung ist, die gibt es jetzt seit 1992. Das ist komplett aus dem Privatbesitz von Alexander Schick. Und ich packe die unten auch in die Videobeschreibung nochmal den Link zu der Internetseite hin. Das ist nämlich eine Wanderausstellung und da, ja, kannst du halt schauen, je nachdem, wo du wohnst, ist sie halt immer so punktuell in Deutschland dann vertreten. So, wir sind jetzt hier angekommen und was richtig cool ist, ich hatte im Voraus Kontakt gehabt mit der Ansprechpartnerin von dem Verein, der sich auch um diese Ausstellung hier kümmert. Und sie hat das für uns so organisiert, dass wir jetzt quasi vor den Besuchern reinkommen und dann auch in aller Ruhe uns alles angucken können und ich halt auch die Aufnahmen machen kann und ich dann eben auch keine Angst haben muss, dass irgendwie Leute zu sehen sind, die das nicht wollen. Thematisch geht die Ausstellung wirklich über Keilschrifttafeln, Hieroglyphen, Texte, also die Geschichte der Schrift und dem Buchdruck Martin Luther, auch Bibeln vor Luther und dann natürlich auch über die Qumran-Funde, was ja auch noch gar nicht so lange her ist. Also 1947 wurden dort diese Schriftrollen entdeckt und da haben wir zum Beispiel dieses Replikat von der 7 Meter Jesaja-Rolle gesehen oder dieses Modell von der Qumran-Siedlung. Natürlich gab es allerhand Bibeln zu sehen, zum Teil originale, richtig alte Bücher oder eben auch als Faksimiles, wo mich aber vor allem immer diese extrem aufwendige Gestaltung fasziniert hat. Es gab aber auch ganz außergewöhnliche Exponate wie unzerreißbare Bibeln oder sogar kochbare Bibeln oder auch eine Nanochip-Bibel. Einmal durch die Ausstellung schon durchgegangen, wo ich die Filmaufnahmen machen konnte und das war total schön. Also wir haben ein richtig gutes Gespräch gehabt mit den Geschwistern. Der Michael Kotsch ist noch dazugekommen, der hält heute Abend den Vortrag. Den können wir leider dann nur online uns angucken. Und das kannst du dir auch, wenn du magst, kannst du das auch noch dir im Nachhinein jetzt anschauen. Die Vorträge, die dort gehalten wurden, sind alle auf der Seite von dem Verein Andersartig. Also auf dem YouTube-Kanal von dem Andersartig-Verein hochgeladen. Und wir sind jetzt gerade unterwegs auf der Suche nach etwas Essbarem. Und danach sind wir noch eingeladen zum Malen. Also irgendwie soll da nachher noch gemalt werden. Sind wir dann wieder zurückgegangen und es war so, dass man also im Rahmen der Bibelausstellung an einer Mitmachstation
Bibelverse malen konnte. Also das heißt, entweder den Vers an sich oder auch ein Bild dazu. Und ich wurde ja, wie gesagt, dann dazu eingeladen, hatte aber letztendlich dann doch nicht die Muße dazu. Und wir haben dann einfach die Bilder bestaunt, die die Erwachsenen und die Kinder dort gemalt haben und einfach die Gemeinschaft mit den Geschwistern genossen. Wir haben jetzt gerade noch von den Geschwistern dort den Tipp bekommen, hier den Turm zu besteigen von der Kirche. Deswegen machen wir das jetzt auch noch. Und ich genieße jetzt hier gerade noch die Abendsonne. Und es war so ein schöner Tag. Oh, liebe Schwester, Gott ist so gut. Es war so gesegnet. Wir haben viele Geschwister kennengelernt. Wir haben tiefgehende, auch persönliche Gespräche gehabt. Wir haben zusammen gebetet. Wir hatten einen richtig fruchtbaren Austausch und eine gute, gute Zeit. Und die Ausstellung ist so, so gut. Es ist echt ein Segen, wirklich ein Geschenk. Also Grüße gehen raus an Alexander Schick, falls du das liest. Vielen, vielen Dank, dass du den Menschen das zur Verfügung stellst. Und danke nochmal für die Erlaubnis, dass ich das alles filmen durfte. Und falls die Ausstellung irgendwann in deiner Nähe zu sehen sein sollte, schau da ruhig mal auf die Internetseite. Ich verlinke dir das, wie gesagt, unten. Dann geh dahin, nutz das wirklich. Es lohnt sich. Vielleicht sogar mit der Gemeinde, dass ihr eine Fahrt hinmacht oder so. Ja. Ich hoffe sehr, dass dir das Video jetzt Freude gemacht hat und dass dir das Format gefallen hat. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du das jetzt fandest, dieses Vlog-mäßige, damit ich da auch ein bisschen Feedback habe. Bis zum nächsten Video, liebe Schwester. Ich wünsche dir Gottes Segen.